Schon eine kleine Umarmung der Eltern oder ein liebevolles Streicheln empfinden Jugendliche oft als peinlich. Und das zeigen sie dann auch ganz deutlich. Während Kuscheln bis vor kurzem noch dazugehörte, wird Nähe plötzlich abgelehnt. Wie ein Kaktus fahren sie dann ihre Stacheln aus. Das Selbstbild der Jugendlichen ist in dieser Zeit einfach noch ganz großen Schwankungen unterlegen. Und die Selbstsicherheit ist ganz schnell irritiert. Und mit diesen Irritationen und dieser ganzen gehen sie halt dann so um, dass sie sich Stacheln nach außen zulegen, wie so ein Kaktus und eine dicke Haut, um sich zu schützen und auch, um sich zu schützen, sagen wir mal so, und abzugrenzen. Für die Eltern und vor allem für viele Mütter ist das oft nur schwer zu ertragen. Doch diese Ablehnung sollte man nicht zu persönlich nehmen. Stattdessen die Situation erst einmal so akzeptieren, dann aber immer wieder auf das Kind zugehen und in Beziehung bleiben. Das heißt nicht, ich sag, du bist Faulenzer, du bist das oder du so soll es sein, sondern eher, ich würde mir wünschen, was denkst du, ins Gespräch einladen. Einfach auch, sage ich mal, nicht auf das, was nicht klappt, schauen, sondern eher dahin schauen, wo sind die positiven Dinge unserer Jugendlichen. Und die Meinung der Eltern ist auch in dieser Zeit für die Jugendlichen durchaus wichtig, auch wenn sie dann viel mehr hinterfragt wird. Man hat bisher die Werte der Eltern und Norm erlebt, jetzt ist mehr die Peer Group das Wichtige, aber es ist schon auch wichtig, die Auseinandersetzung mit den Eltern, mit deren Werte. Das ist das Thema dieser Zeit, dass man nochmal überprüft, passen die Werte in meiner Familie? Sind die für mich auch die Werte, die ich mal später leben will? Und genau um das herauszufinden, ist es wichtig, dass die Eltern mit ihren Kindern im Gespräch bleiben, auch wenn es in dieser Phase nicht immer einfach ist.